Die Heute Show gratuliert dem deutschen Gesundheitssystem zu einer arschteuren 3-. Vielen Dank an das ZDF Bettpfannenballett. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Frühlingsfest der Geldverbrennung. 344 Milliarden für Mittelmaß. Wie geht das? Ein neues deutsches Wirtschaftswunder. Und dafür wollen wir heute einfach mal Danke sagen. Danke an alle, die mithelfen, diesen Berg Geld zu vernichten. Sowas ist immer eine Teamleistung. Krankenkassen, Ärzte und ja, auch wir Patienten leisten unseren Beitrag. Absolut. 9,2 Mal pro Jahr geht der erwachsene Deutsche im Schnitt zum Arzt. Weit über OECD-Schnitt. Klar gehe ich gern zum Arzt. Da treffe ich Freunde im Wartezimmer. Soll ich mir die Frau im Spiegel kaufen oder was? Deutschland ist Spitzenreiter bei Operationen. Keiner verbaut mehr Bypässe oder künstliche Hüften. Ich selbst habe 3. Oh, vorbildlich. Und wenn ich schon höre, wir machen zu viel MRT. Gerade heute Morgen habe ich bei einem Patienten in der Röhre etwas ganz Furchtbares diagnostiziert. Hier, schauen Sie mal an der Hüfte. Eine AOK-Karte. Leider bösartig. AOK? Was hat so einer überhaupt im MRT zu suchen? Hä? Keine Ahnung, manchmal rutscht ja einer da rein. Die Faustregel lautet, je kränker der Patient, desto mehr kriegt die Kasse. Beispiel, für eine echte Depression gibt es im Jahr 1000 Euro mehr als für eine depressive Verstimmung. Deswegen hatten wir in Deutschland in den letzten 4 Jahren einen Depressionsanstieg von sagenhaften 60%. Haben Sie zum Beispiel manchmal schlechte Laune? Na klar, ich bin verheiratet. Chronisch depressiv? Na bitte, was soll denn der Scheiß? Aggressive bipolare Störung. Wahrscheinlich erektile Dysfunktion. Mist. Ja. Wir haben viel zu viele Krankenhäuser. Und laut einer aktuellen Studie der Uni Bremen treffen Ärzte ihre Entscheidungen immer mehr unter Renditedruck. Und wenn einer zu wenig OP-Kandidaten besorgt, dann gibt's richtig Ärger. Sie kriegen in der Regel 1, 2 Warnschüsse. Dann heißt, Mensch, du bist doch einer aus dem Team, nicht wahr? Willst du nicht mitspielen? Mensch, wir müssen doch operieren. Was soll denn das? Warum stellst du dich gegen uns? Es ist so ein bisschen wie bei einer Straßengang. Und irgendwann kriegt man solche Sätze wie, naja, wenn du nicht dazugehören willst, dann solltest du dir vielleicht was anderes suchen. Ärzte-Gangs, das sind die allerhärtesten. Aber hallo, wenn wir kommen, dann gehen die Hells Angels auf die andere Straßenseite. Ja, Entschuldigung, natürlich geht's um Rendite. Da bitten wir die Patienten auch einfach mal um Verständnis. Sie müssen sich mal klar machen, unter welchem Druck die Krankenhäuser heutzutage stehen. Wenn Sie jetzt als Klinik nur bezahlt werden, wenn Sie 50 Knie operieren im Jahr, und haben 49 geschafft, dann brauchen Sie 50. Das heißt, es kann sein, dass dann die Indikationsstellung ein wenig lockerer wird. Sie haben gehört, was der Mann gesagt hat. Wir sind erst bei 49. Bitte? Bitte? Ach so, ja, natürlich. Gerne. Linkes oder rechtes Knie? Beide. Ja, macht Sinn. Weiter so, Deutschland. Tschüss.